Moin, moin und Wicke. Katze? Leckst du gerade meine Müsli-Schüssel aus? Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann ist für uns immerhin Freiborn mit Marzipan. Deswegen starten wir hier direkt ins nächste Race von Super Mario Kart. Immer noch 100er Hubraum mit Yoshi. Mein Leben einfach total chaotisch. Nicht so chaotisch ist allerdings hier, wir haben jetzt immerhin 2 Goldpokale. Also wie auch immer wir es im Flower Cup geschafft haben, fragt mich nicht. Aber jetzt ist das Star Cup Race dran und ich glaube, ich habe Angst. Och nö, erstmal ist mein Lieblingslevel dran. Ja, geil. Also das nicht nur, weil es einfach total popel einfach zu fahren ist. Ich finde das auch optisch total genial. Also schöne blaue Farben, Strand. Ich bin doch direkt im Urlaub. Ich komme zwar erst aus dem Urlaub, aber hey, das heißt ja nichts. Nee, aber wenn ich das hier fahre, muss ich einfach immer an Urlaub denken. Aber ich mag's tatsächlich. Und habe ich gerade gesagt, das ist easy zu fahren? Ich bin blöd. Eigentlich ist es das, aber ihr solltet natürlich aufpassen. Ihr könnt hier super abkürzen, aber ihr solltet gucken, dass ihr auf dem hellblauen Untergrund bleibt. Sobald das dunkel wird, ist das Scheel? Ja, das wollte ich nur noch mal demonstriert haben. Sag mal, bin ich denn blöd? Das ist jetzt keine Fangfrage. Ich bin blöd, ganz offensichtlich. Ich bin ganz offensichtlich ein bisschen malade. So fährt man das. Schon am Anfang vom Part richtig mit rumbekleckert. Das. Oh Mann, ob das ein Zeichen ist? Aber das ist nicht nur optisch genial jetzt, das Level oder das Spiel. Ich mag das immer noch sehr. Das ist vor allem auch technisch eine echt krasse Sache. Denn Super Mario Kart war eins der ersten Levels, der ersten Spiele, das mit dem sogenannten Mode 7 gespielt worden ist. Oder das auf den Mode 7 zurückgegriffen hat. Das ist nämlich ein Verfahren, bei dem die Hardware vom SNES versucht, durch Zoomen und Drehen aus einer zweidimensionalen Strecke, wie jetzt also hier der Fahrbahn, eine dreidimensionale Strecke zu machen. Klingonisch ist aber so. Was tatsächlich noch nicht möglich war, waren Höhenunterschiede. Aber das macht ja nichts, denn die brauchen wir hier nicht. Was wir hier brauchen, ist ganz eindeutig Skill. Jede Menge. In Tüten. XXL-Verpackung. Lass es mir zukommen. Per Post, per WhatsApp. Alles ist mir egal. Warum habe ich gerade den Panzer abgeschossen? Ich habe keine Ahnung. Meine Finger haben gerade von ganz allein reagiert. Ich werde fremdgesteuert. Irgendwie, das ist eine Verschwörung. Das ist eine ganz große Verschwörung. Wer tut das? Wer steuert meine Finger? Wer von euch macht das? Oh Mann! Hilfe! Was fahre ich denn hier für einen Schrott zusammen? Aber bisher läuft's, aber ich will nichts sagen. Murphy hört mit. Da kommt doch gleich wieder der ganz große. Nee, ich sag nichts. Ich sag nichts. Alles okay. Mir geht's gut. Ich bin im vollen Besitz meiner geistigen. Umnachtung! Meiner geistigen. Ich weiß es nicht. Oh, es ist erst Lab 4. Wollt ihr mich. Ja klar, und dann kommt hier jetzt einer. Fuck you. Hau ab. Beweg deinen Bürzel irgendwo anders hin, aber nicht vor meine Karre. Sonst fahre ich ihn gerade einfach um. Das mache ich damit. Ich hasse diese Schokolevel. Ich weiß nicht, warum. Das waren für mich immer Schoko. Warum tue ich das? Murphy, du bist so eine feige Sau. Du bist so eine feige Sau, Murphy. Ich möchte dich umbringen und an deine Kinder verfüttern. Mann! Was zum Henker? Warum denke ich überhaupt, dass das geht? Warum glaube ich überhaupt, dass das geht? Boah, das waren ganze 2 Sekunden nochmal Unterschied. Und er war schon mal Zweiter. Okay, das kann jetzt hier ganz böse werden. Oh, wie süß. Aber wir haben ein Eislevel. Ja, aber das nenne ich jetzt wahrscheinlich süß. Ihr seht da auf der Minimap schon,
Da klaffen zwei krasse Löcher drin und eins davon riesig groß. Ich weiß nicht, ob ich das süß finden. Ach ja, und es gab diese Dinger hier. Wow, wie sind wir denn da durchgekommen? Ich hype dich, Level. Ich finde dich ganz toll. Spitze, du hast eine super Optik. Hörst du auf, gegen Wände zu fahren, Yoshi? Yoshi, willst du mich krank machen? Willst du mich krank machen? Ich bin krank nach Yoshis, ja. Aber das ist ganz schnell vorbei, wenn das hier so weitergeht. Aber das ist krass. Die NPCs, also die KI, die fahren... Warum mache ich das eigentlich jedes Mal an der Stelle? Die fahren an allem vorbei, die rennen an nichts dran. Haut doch ab, du dicke Nuss. Immer diese fetten Brummer vorne dran. Aber das ist noch machbar. Wir haben zumindest mal unsere Kurve bekommen. Wow. Ja, und da mussten wir jetzt die Feder benutzen, weil ich zu weit abgedriftet bin. Oh Mann, wir müssen eigentlich Erster werden hier. Denn ich habe so im Gefühl, da gibt es noch ein Bowser-Level und das bringt uns... Das bringt uns um. Nein! Warum? Warum? Oh Gott. Das wird jetzt echt ein bisschen fies. Boah, wird das fies. 21, 18, 13. Oh, das wird eine echt knappe... Das wird eine echt knappe Kiste. Ich meine, ich hätte jetzt... Nein. Ich hätte jetzt die Welt nicht mehr verstanden, wenn ich jetzt nach x Jahren das Spiel angefasst hätte und es läuft einfach, aber... Was sag ich überhaupt? Bowser-Level. Ich will einfach nur Dritter werden, Vierter, was ich brauche, um hier irgendwie durchzukommen. Mir egal, was das ist, mir egal, was ich brauche, damit das irgendwie funktioniert. Ich nehme das Mindestmaß an Luck. Und ich weiß nicht, ob ich mit denen hätte aufsparen sollen, aber ich nehme ihn einfach. Ich nehme auch hier wieder viel zu viel Geschwindigkeit raus. Ich weiß es selber, aber ich habe halt echt Angst. Ich habe echt Angst. Nein, ich wollte nach links. Ich wollte das Ding rechts und links mitnehmen. Und ich krieg's einfach nicht gebacken. Und wieder ist er vorne, aber es ist eigentlich egal, wer von beiden. Die... Ach, nee. Fuck you. Fuck you. Was machen die mit uns? Und er drängt uns fast noch raus. Also ich krieg hier einfach die Beschleunigung nicht. Ja, und jetzt haben wir sie zu spät gekriegt und haben eigentlich fast noch... wie auch immer das jetzt funktioniert hat. Eigentlich hätte ich den Beschleunigungsstreifen auf der Seite gar nicht kriegen dürfen. Naja, ausgleichende Gerechtigkeit und so. Murphy wird sich seinen Teil gedacht haben. Koops, fährst du bitte eine andere Strecke? Gehst du einfach woanders hin? Ich will mit dir nicht spielen. Ich will einfach nur meine verfickte Ruhe haben. Nein! Jetzt haben wir so gut Zeit rausgeholt. Failen hier. Sind Erster wieder. Sind Zweiter. Gott, ich hasse diese Lab. Dieses Level. Lab irgendwas. Level. Was zum Teufel? Ich kann nicht mehr reden. Es geht einfach nicht mehr. Boah, nee. Mach doch. Fahr doch. Fahr doch einfach. Junge. Junge. Du bist mein Held, Yoshi. Ich küsse dich von oben bis unten. Und einen ganz dicken Schmatzer auf die Schnauze. Holy shit. Gott, ja, denkt sich jetzt wahrscheinlich jeder so. Wie sieht's dir denn jetzt bitte hier vor im Bildschirm? Die ist doch total krank. Rufen wir mal lieber die Männer in Weiß. Das solltet ihr vielleicht auch besser machen. Ich pack schon mal meinen Koffer. Final-Level. Ich weiß, wir haben es, glaube ich, noch nicht in der Tasche. Und ich weiß auch nicht, was hier jetzt kommt. Ich kenne das nicht. Ich kenne nichts davon mehr. Ah, das hat einfach nur besonders fiese Kurven und ganz viele davon. Von was träumt ihr Entwickler eigentlich nachts? Oh Mann, da haben wir jetzt viel zu viel Speed rausgeholt, aber ich hab's mich nicht getraut. Ich fahre hier einfach auch mal zwischendurch.
Es geht. Man muss wissen, wo die Kurven sind, wo man Speed rausnimmt und wo die fiesen Kurven sind. Wenn man das weiß, dann ist es eigentlich machbar. Man sollte sich natürlich nicht dran stellen, so wie wir das hier machen. Das ist, das wäre dann ein ganz großer Pluspunkt bei der Sache. Haut doch ab! Warum ziehen wir denen eigentlich keine Münzen ab, wenn wir die rammen, aber die uns? Das ist so eine Sache, das geht mir Lebtag nicht rein. Und ich weiß jetzt nicht, boah, wo der ist, Mann! Und ich habe ihn nicht erwischt. Ah! Jetzt kommen sie aber auch wirklich alle. Jetzt müssen wir echt gucken, dass wir hier irgendwas geschissen kriegen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich versuche abzukürzen. Ich weiß immer noch nicht, ob mir das was bringt, diese Abkürzung. Boah. Junge. Du machst mich krank. Und der Koops, der fährt aber auch einfach so verflucht gut gerade hier. Ich muss gucken, ob ich irgendwo eine Position habe, wo ich den Pilz nutzen kann. Hier jetzt vermutlich einfach. Ja, finale Runde, ey. Das Spiel macht mich krank. Das Spiel macht mich einfach krank. Ich kann's... Boah, ich kann's nur immer wieder sagen. Warum hänge ich da? Oh, nee. Also, wenn er's jetzt auch noch kriegt, dann ist es wahrscheinlich meine eigene Schuld. Dann kann ich da wirklich nichts anderes zu sagen. Dann bin ich einfach nur ein Faker und ich krieg nichts hin. Nein! Auch noch... Boah, fuck! Haben wir einen Vorteil? Haben wir einen Vorteil? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe die Zahlen absolut nicht im Kopf. Es kann einfach sein, dass wir failen und das war einfach nur... Oh Gott. Die Männer in Weiß und eine Kanne voll Kaffee, bitte. Alter Schwede, das Spiel macht mich fertig! Und das ist ja krank! Das ist ja einfach total krank. Dieses Spiel bringt mich wahrscheinlich noch um. Wahnsinn. Ich brauche jetzt, glaube ich, erstmal keinen Kaffee, sondern eine Pause. Und dann würde ich sagen, wenn ihr immer noch zuguckt, wenn ihr immer noch mitlacht und mitleidet, dann sehen wir uns vermutlich einfach beim nächsten Mal, wenn ich zwischendurch nicht einfach mich von selber eingewiesen habe. Alles klar, bis dann!